Das Spiel läuft. De Nargues. Stark gemacht. Der Konter läuft. Das kann interessant werden. Oh, mein Gott, das geht ja hier zu wie beim Flipper-Automaten. Wie kann der den Ball denn so verspringen lassen? Da waren sie sich wohl nicht ganz einig. Marcel Schmelzer. Auf dem Weg in Richtung 16er. 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Ein langer Ball nach vorn. Der Ball kommt durch. Er versucht's. Weiß nicht, ob er so richtig zufrieden damit sein wird. Ein sensationelles Dribbling, das ist Dribbeln in höchster Vollendung. Vielleicht hat ihm ganz am Ende beim Abschluss etwas die Konzentration gefehlt. Der Ball ist im Aus. Aufs Tor. Das war ein vorsichtig formuliert optimistischer Versuch, um aus dieser Distanz zu treffen. Da muss mehr kommen. Nee, so nicht. Sie suchen nach Räumen. Und da ist einer und der Audi raus. Nuri Sahin. Kickt die Kugel nach vorne. Das ist eine gute Chance. Riesenmöglichkeit. Das Ding ist ganz heiß. Der Ball prallt vom Pfosten ab. Nuri Sahin. Dürfte Einwurf geben. Auf der Bank tut sich was. Ich denke, wir werden gleich den Wechsel sehen. Keine Tore bisher in dieser Partie. Jetzt der erste Wechsel. Mal sehen, ob das für eine Belebung dieses Spiels sorgt. Und er haut das Ding vor. Barnetta. Er passt ihn in Richtung Eckfahne. Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Hier ist Sackgasse. De Nargues. Barnetta. Und dann ist Endstation bei Mats Hummels. Das ist verrückt. Sie haben den Ball und sie haben die Ballkontrolle, aber der Gegner hat die Spielkontrolle, denn passieren tut hier gar nichts. An der Seitenlinie tut sich was, sehe ich. Sieht so aus, als würde es einen Wechsel geben. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause. Der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge. Und ein weiter Ball zu Lewandowski. Da wird er vom Ball getrennt. Ja, da war er ein bisschen zu hölzern. Das heißt, es gibt Freistoß. Tobias. Die Zeit wird knapp. Sie müssen den Ball nach vorne kriegen. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Noran Kose. Ja, da muss der Ball besser kommen. Die letzten 5 Minuten dieses Spiels laufen.
Und das war's. Der Schiedsrichter pfeift ab. Die Begegnung endet 0:0. Das, denke ich, sagt alles über dieses Spiel. Abgesehen vom Ergebnis ein durchaus unterhaltsames Spiel. Viele Torgelegenheiten und viele feine Fußball. Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Danke, Hansi, dass du uns